Was geht ab, Freunde? Heute möchte ich mit euch mal gemeinsam auf einen der besten Kickboxer der Welt reagieren. Und zwar ist das Chingis Alasov. Er ist zurzeit bei ONE in der Federgewichtsklasse Champion. Und bei ihm ist das Besondere, dass er seine Strikes mit seinen Kicks perfekt abstimmt. Was jeden Kampf von ihm wirklich zu einem Augenschmaus macht. Und genau aus dem Grund möchte ich mit euch mal gemeinsam auf ein paar von seinen Highlights reagieren. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video hier ein Like dazulassen, wenn es euch gefällt, und den Kanal zu abonnieren. Die größten Ehrenmänner können natürlich auch Mitglied werden. Das habe ich vor kurzem erst aktiviert. Kuss geht raus an alle Ehrensupporter, die mich seit Tag 1 unterstützen. Ich küsse wirklich eure Herzen und wir gehen jetzt direkt rein in die Reaction. Let's go! Freunde, als allererstes auf der Speisekarte haben wir hier die 5 besten Knockouts von Chingis Alasov. Hier sehen wir Chingis Alasov gegen Hinata. Ach du Scheiße. Guckt euch seine Nase an. Mit einem Kick. Mit einem Kick. Hier nochmal in Slow-Mo. Batz. Das war ein linker Haken. Sorry. Das war ein linker Haken. Der Gegner wollte einen linken Kick abfallen und er hätte mit dem linken Haken gekontert. Seine Spezialität. Und seine Nase dadurch wirklich zerschmettert. Also der Typ hat für einen Federgewichtkämpfer echt ordentlich Power hinter den Fäusten. Das ist echt heftig. Erinnert mich ein bisschen an Alex Pereira. Also ich glaube, seine wirkliche Spezialität sind erstens seine brutalen Kombis und zweitens seine Fäuste. Wirklich, die sind Zucker. Okay, jetzt haben wir den Kampf gegen Hiroki Nakayama. Oh mein Gott. Guckt euch mal den Körper von ihm an. Von Hiroki. Der wird auch so krass bearbeitet schon. Leider kann ich, wie gesagt, nicht auf den Vollkampf reagieren, aber guckt euch den mal an. Da hat er wirklich Striking vom Feinsten gezeigt. Also wirklich crazy. Guckt euch einfach den Körper, die rechte Seite von ihm an. Also wo sieht man so eine Vielseitigkeit im Strike? Ich guckt euch das mal an. Das hört sich an wie so ein Anime. Okay, jetzt gegen Jordan Picker. Der Kampf ist auch wirklich krass. Was ein Schlag, Batz! Und der Gegner ist wirklich eiskalt schlafen gegangen. Der wacht auch so schnell nicht mehr auf. Guckt euch das an, das ist hier im Federgewicht, Freunde. Die wiegen, glaube ich, 66 Kilo. Überlegt euch das mal, 66 Kilo. Oh Mann, Alter. Ah, hier ging Enrico Kehl, das war auch ein 5-Runden-Kampf. Den zweiten Kampf hat sogar Chingis verloren, also das Rematch. Aber das ist jetzt der erste. Und guck mal, das ist 3 Sekunden vor dem Ende der letzten Runde passiert. Alter. Sorry für die schlechte Qualität, aber es gab nichts Besseres. Der weiß auch einfach nicht, wo er ist. Und Enrico Kehl ist wirklich einer der besten Kickboxer in Deutschland. Also er ist deutscher Kampf. 3 Sekunden vorm Ende der letzten Runde. Okay, hier haben wir nochmal ein Ultra-HD-Kampf. Und zwar Chingis Alasov gegen Bruce Codron. Das ist auch ein richtig, richtig süßer Knockout. Also ich bin einfach wirklich sprachlos. Wie Kampfgeist MMA sagen würde, wenn ich ihm beim Striking zugucke. Parce qu'on sait qu'à tout moment, à chaque erreur, on peut être touché. Et désormais, Bruce Codron a senti. Das ist auch in der französischen Organisation. Er hat wirklich in Japan gekämpft, in Frankreich und jetzt bei ONE. Il est sans solution, il est vraiment contré sur chacune de ses tentatives, Codron. On l'a vu avancer et encaisser. Und er scheut sich auch vor keiner Herausforderung, das ist auch richtig geil. Was ein Trip, Alter. Il a battu tellement de Français. Wir sind einmal kurz niedergestreckt. Sein Distanzgefühl und so ist wirklich on point, da kann man wirklich nichts sagen. Da kann man nichts sagen, echt. Einfach clean, der Typ. Bon match, jeme sui regale. Was, Bruder?
sont les Français à avoir affronté à l'Azov. Aucun ne l'a battu, rien qu'en 2015. Edouard, okay, ronde 4. Koulibaly, Ludovic Millet ou Kevin Renahi ont échoué face à cette mécanique de puissance. Habt ihr diesen Auslagenswechsel gesehen? Wie schnell er die wechselt beim Schlagen. Und der Kampf ist schon ein paar Jahre her, ne? Das ist echt. Guckt euch auf jeden Fall mal seinen neuesten Kampf bei ONE FC an. Das ist. Das sind nochmal Welten zwischen ihm hier und wie er jetzt ist. Jetzt guckt euch das an. Guckt euch das an, wie er sich am Käfigrand festgehalten hat. Am Boxring an der Seite. Ich hoffe, die zeigen noch gleich eine Wiederholung. Er haut ihn wirklich, hält sich fest und haut ihn. Bam, bam, Linkhaken, Kick, Linkhaken. Und dann geht er einfach schlafen. Okay, hier haben wir die Wiederholung. Bam. Linker Highkick geht durch. Und jetzt hält er sich einfach hier fest und spammt einfach. Guckt, wie er sich festhält. Links, rechts, links, bats. Geil. Okay, Freunde, und jetzt gucken wir uns mal seinen Kampf gegen Superbon an. Und der Knockout ist wirklich sein geilster bis jetzt. Und ja, let's go. Schauen wir mal rein. Yo, yo, yo. Superman. Yo. Wir müssen uns nochmal kurz die Kombi angucken. Was war das? Erstmal, ich kann so schnell gar nicht reden. Leg Kick. High Kick. Superman Punch. Ellenbogen, rechter Ellenbogen, links, rechts, links. Rechts. Und jetzt der. Nochmal eine rechte und das war's. Das war's. Nein, 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 nein. Das war's. Das war's. Oh, nochmal die rechte Hand. Ach du Scheiße. Also ich glaube, ihr versteht jetzt, was ich meine und warum ich ihn so gerne beim Striking zugucke. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wer euer Vorbild so im Striking ist oder wen ihr halt gerne zuguckt. Mein Lieblingsstriker ist zurzeit wirklich Chingis Alasov. Weltklasse, der Typ. Er deckt wirklich das komplette Arsenal ab. Leider ist er nicht im MMA aktiv, aber wie gesagt, Kickboxen ist halt auch übel geil zuzugucken. Und wenn er mal wieder kämpft, schaut da mal gerne rein. Das soll es auch mit dem Video gewesen sein, Freunde. Danke, dass ihr ein bisschen geguckt habt. Ihr seid wirklich die Besten. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns wie immer in alter Frische bei einem neuen Video wieder. Haut rein, Freunde. Und Bomec, jeme sui regale.